Okay, Familienaltar. Das Windrad, wo soll das überhaupt sein? Ist das im Familienaltar auch zu finden? Ich hoffe doch. Nichts Besonderes, bla bla. Hier haben wir die Kamera Obscursa gefunden. Da ist es ja. 5 Windrad-Steintafeln in der kleinen Tür hinter dem Familienaltar. Ein Schließmechanismus. Also alle müssen dieselbe Farbe haben. Wie ist das denn jetzt gemeint? Moment, alle dieselbe Farbe? Hm. Meint er damit, ich muss das so drehen, dass... Ach so. Okay. Schauen wir nochmal. So. Er kann einige Male gedreht werden. Wie oft, frage ich mich jetzt? 4. 4 Mal. Okay, aber wie ist das gemeint? Alles muss gleichfarbig sein. Ich ahne ja was, aber irgendwie... will es nicht so meinen Schädel rein. Nee, irgendwie ahne ich es gar nicht. Hey. Okay, drehen wir mal daran. Das war scheinbar jetzt schon mal schlecht. Nee, komm, nochmal neu. Alle 4 müssen dieselbe Farbe haben? Wie soll das gehen? Und, oder eher gesagt, wie ist das gemeint? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, ehrlich gesagt. Naja. Alle 4 müssen dieselbe Farbe haben. Wenn ich daran drehe, dreht sich das Ding auch mit. Ich verstehe das Rätsel nicht. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Also würde ich das Rätsel verstehen, dann wäre das schön. Ich will jetzt aber nicht unnötig Zeit damit vertrödeln. Ich gucke mich nochmal kurz hier um in dem Nebenzimmer und hoffe dann, dass ich hier Hinweise finde. Da liegt was. Auf dem Boden ist etwas. Wow, what the fuck is this? Zero-Typ-Film. Hört sich extrem mächtig an. Okay. Cool. Uncool ist allerdings jetzt trotzdem, dass ich nicht verstehe, wie dieses Rätsel geht. Ich guck's mir einmal noch an. 5 Windrad-Steintafeln einer kleinen Tür des Familienhauses. Ein Schließmechanismus muss ja wohl sein. So, und wie muss ich die Scheiße drehen? Was muss denn da gleich sein? Da kann doch nichts gleich sein. Die Farben sind doch alle anders. Hä? Was hat der gemeint? Ich melde mich zurück, wenn ich's rausgefunden habe, Leute. Das hat so keinen Zweck. So, Leute, okay, ich bin wieder da und ich weiß jetzt, wie er es gemeint hat. Ich hab's mir schon gedacht, und zwar, die Enden müssen jeweils dieselbe Farbe geben und es ist wirklich gar nicht mal so schwer. Pass auf, wir drehen hier, wir drehen hier, wir drehen hier und wir drehen hier. Oh, ja, gut, okay, ich dachte schon. Was für mich, Alter, so muss das gemeint sein, so anders hätte ich mir nicht vorstellen können, okay. Ja, und jetzt? Eine Sperrbetafel und Räucherschalen auf dem Familienaltar sind staubbedeckt. Ja, habe ich jetzt nicht irgendwo eine Tür oder so geöffnet? Hä? Irgendwas hat Klick gemacht, aber irgendwie... Hä? Gut, ich habe hier ein Rätsel gelöst. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Gucken wir uns einfach nochmal ein bisschen in dem schönen Häuschen hier um. Ich meine, hier gibt es ja vielleicht auch so noch ein paar Sachen zu holen. Okay, also wir haben das Windsiegel gebrochen. Izuki hat es doch eben noch gesagt. Und ich gehe schon wieder übers Menü in die Karte. Ich kann es mir einfach nicht merken. Mann, sorry. Und es lädt. Es laggt nicht, nein, aber es lädt. Wo können wir denn nochmal hingehen? Aha, aha. Lager. Eingang. In den Keller. Von wo kommen wir denn in den Keller? Keller, Keller. Hinterzimmer. Hinterzimmer hört sich für mich nach Keller an oder irgendwie sowas in der Art jedenfalls. Keller, Keller, ich möchte einen Keller. Keller, Keller, ich möchte eine Kellertreppe oder eine Kellertür, wie auch immer. Wohl eher eine Kellertreppe oder eine Tür, die den Raum zu einem Treppenhaus mit einer Treppe öffnet. Das wäre natürlich auch möglich. Hier irgendwo was? Nee. Da liegt was. Ich wollte gerade sagen, draußen im Garten wäre was. Du hast eine Kamera, hör zu, und Film gefunden. Problem, Alarm. Alarm, Wahlfunktion. Fatales Bildalarm, hör. Wenn diese Funktion aktiv ist, ertönt ein Warnsignal, das in exakten Moment des fatalen Moments genau, auf jeden Fall es ertönt ein Ton. Okay. Hört sich doch mal gut an, würde ich sagen. Dem, badam. Draußen vielleicht noch irgendwas? Nö. Not really, not really. Hier auf der Seite. Nee. Nothing, absolut nothing. Draußen ist auch nichts. Gut, draußen komme ich überhaupt nicht hin. Insofern kann ich das gar nicht sagen, ob da was ist.
Ich bin ein bisschen ratlos, aber gut, immerhin habe ich hier diese Linse gefunden. Ist ja auch was Cooles, würde ich sagen. Ne? Yes, auf jeden Fall. Aber jetzt würde ich nur echt gerne mal wissen, wo ich jetzt hin muss. Er hat es mir doch gerade eben gesagt. Wieso habe ich das schon wieder vergessen? Was ist das denn? Das ist ein bisschen komisch gerade. Normalerweise merke ich mir sowas. Na egal. Gehen wir noch einmal nach oben. Und einen nochmal nach. Einmal nach und nach unten, wollte ich sagen. Vielleicht findet man ja noch was. Also mit Sicherheit wahrscheinlich. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. So, hallo. So, hallo. So, nein, das hatten wir schon mehrfach jetzt. Hier noch irgendwie Sachen. Nee. Was? War dahinter was? Gut, ich dachte, ich hätte was gesehen. Und wieder. Gott, ey. Schimmel. Ach, Schummelkind. Hat der keinen Körper? Ich hab Schimmelkind gelesen. Okay, ah, da liegt noch was. Okay, etwas glänzt im Licht. Geisterkugel, okay, auch immer cool. Pff, kann man alles immer gut gebrauchen, finde ich. Definitiv. Der Schreibtisch steht. Warte. Die Lampe ist an. Das ist schön. Ich liebe diese Lampe. Sehr schön. Die Lampe ist an. Das ist Brot. Ja, wie auch immer. Gut, nix mehr. Das sieht immer aus wie eine Tür. Also manchmal weiß ich nun echt nicht, ob Tür oder nicht Tür. Tür oder nicht Tür? Das ist hier die Frage. Gut, dann waren wir nur noch unten in diesem einen Raum, nicht noch mein, jetzt noch kein zweites Mal und dann. Und da, wo der Speicherraum ist, wobei. Da werde ich als letztes reingehen, natürlich, wenn wir beenden. Hey, dann speichern wir nämlich da direkt. Oh mein Gott, das ist so unglaublich tiefgründig, der Scheiß. Da, da, dann, dann, da, dann, dann. Wir gehen hier rein. Und hoffen auf einen netten Empfang. Also, oder nein, Lea, eher nicht. Wenn kein netter Empfang ist, kommt auch kein Geist. Ein verblichenes Gemälde. Da unten. Warum wird das so angezeigt? Da unten dieser komische Sack. Der da. Ja, es ist sowas da drunter und ich möchte nicht wissen, ehrlich gesagt, was das ist. Sonst nichts drin. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab mich voll erschrocken. Alter. Oh. Oh, danke schön, Geist. Ich liebe dich auch. Ja, genau für solche Momente. So, jetzt gehen wir nochmal hier gucken, ob hier noch was Schönes ist. Mayu, Miu. Mayu, Miu. Miu, Mama, Mayu, Miu. 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 Okay, in dem Schrank. Vielleicht wieder Medizin oder so. Nein, natürlich nicht. Hier im Hinterzimmer. Auch nix. Nix, 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 nix. Und wieder ein ganzes Video noch verbraucht, irgendwie nur dumm durch die Gegend zu laufen, was mir wiederum irgendwie ein bisschen leid tut. Aber Leute, das war Project Zero 2 Crimson Butterfly für heute. 2 Minuten eher als sonst mal wieder. Egal, ich werde hier, ihr dürft mir jetzt beim Speichern zusehen. So, welcher ist der sichere Speicherpunkt? Der ist dieser hier. Bim. So, 4 Stunden 3. Wisst ihr, warum das kommt? Woher diese. Moment, ich zeig's euch nochmal. Ihr könnt jetzt übrigens wegschalten, das passiert wieder nichts Besonderes jetzt. Diese 4 Minuten 3. Oh, ich zeig grad drauf, ihr seht das nicht, aber ist egal. 4 Minuten, 4 Stunden 3. Das ist nur, weil wir die ganze Zeit wegen Lag neu starten müssen. Das geht, wir gehen 10 Minuten bei drauf. Wir hätten wahrscheinlich jetzt gerade mal 2 Stunden oder so voll. Ach, egal, ich reg mich hier wieder umsonst auf. Oder 2 Stunden, ja, sagen wir 3 Stunden hätten wir voll. Aber, naja, wie auch immer. Leute. Ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen. Ja, morgen, Weihnachten. Sehen wir uns trotzdem abends wieder, falls ihr da seid. Egal, wie auch immer. Guck mal hier, ich kann tolle Sachen mit meiner Taschenlampe machen. Leute, okay, wir sehen uns morgen. Ciao. Buh! Okay, ciao.